Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution für die PlayStation 2. Wir starten den Unterricht direkt. Heute testen wir das. Haben wir das mit Curry schon gehabt? Dieses Curry-Zeug-Ding? Ja, das mit Curry haben wir schon locker gehabt. Das hatten wir schon. Die heutige Lektion ist aber beendet. Wir bekommen nicht einmal Karten geschenkt. Oh, ich habe was falsch gedrückt. Moment. So, machen wir noch ein Duell gegen Jaidon. So. Und dann hoffen wir mal, dass wir ihn dieses Mal besiegen mit seinen eigenen Karten. Oh, was ist denn mit ihm los? Nein, ich habe nicht mit dir geredet. Mit Jaden. Oh, ich wollte gar kein Duell machen. Oh, ich wollte doch erst noch mit ihm reden. So. Fangen wir an mit Papier. Weil ich das so selten nehme. Deswegen nehme ich das so selten. Erster. Wenn ich Fusion habe, ist es natürlich sehr geil. 9 Helden beschwören und Deck 3. Deck 3 wird dich vernichten, mein Freund. Oh yeah. So, die machen wir direkt in die Mitte. So, die Regeneration bringt natürlich nichts, wenn wir keinen Monster auf dem Feld haben. Tun wir das nochmal da rein. Und dann geht's mit dem nächsten Zug weiter. Bam, 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 bam. Oh. Ja, vorher hätte ich gerne nochmal eine Karte gezogen. Na egal. Ist nicht so schon gewesen. Was ist das denn? Ich muss die ganze Zeit Monsterkarten aus meiner Hand abwerfen. Brauche ich dafür Monsterkarten aus meiner Hand? Oh, ich habe eine Idee. Ah, da habe ich eine Idee. Ich werfe Buster nichts weg. Und hole mir die Jungfrau wieder. Und dann mache ich nochmal was. Ich werfe das Parkman weg. Und entferne dafür sein Parkman. Dann aktiviere ich die Karte. Um Burster Nix und Sparkman wieder zu holen. Und lege diese Lady verdeckt in Verteidigungsposition. Ey, das war der beste Zug meines Lebens. So einen guten Zug schaffe ich nie wieder. Oh. Ja, klar. Was ist denn da? Ich werfe zu viele Karten weg. Was mache ich denn dagegen? Ich greife nicht an, weil ich weiß, dass er drunter hat, nämlich meine Karte. Und wenn er meine Verdeckte angreift, dann, ja. So. Oh, Avian. Avian muss auf jeden Fall hier raus. Der kann hier nicht bleiben. Der ist nicht safe hier. Ich würde gerne jetzt wechseln, aber dann lösche ich meinen Burster nichts auch noch aus. Ja, komm, machen wir jetzt. Tuck, tuck, tuck. Oh, die würde ich gerne aktivieren. Avian und Sparkman können noch nicht fusionieren. Und Monster kann ich auch keine mehr legen.
Ich kann aber ganz gewitzt ihm hier ein paar Angriffspunkte geben, angreifen. Oh, crap, fast. Falsch gemacht. Nämlich den da. Und dann müsste er gerecht werden. Ja. Und ich möchte nicht wissen, was er darunter hat. Wahrscheinlich dieses, wenn es flippt, zerstört es alle Monster auf dem Feld. Hey. Flammenflügelmann, ne? Hm. Hättest du doch meinen Bürster nicht weggeworfen. Stattdessen Sparkman. Mann, dann hätte ich jetzt auch einen Flammenflügelmann. Hey! Och nein, mein Avian, nein! Was? Nein! Was will ich? Er hat keine Monster mehr in seinem Friedhof. Wie dumm ist das bitte? So, muss ich gleich unbedingt ändern. Was kann ich denn mit Sparkman überhaupt verbinden? Muss ich mal gucken. Clayman. Sparkman, Clayman. Das heißt, egal wen ich hier hole, ne? Oh. Okay. Okay, ich habe da eine Idee. Ob sie klappt, weiß ich nicht. Wir versuchen es einfach mal. Ich würde... Nee, ich darf meine... Karte nicht zerstören. Mach das. War klar. War klar, dass Jayden sowas macht. Alter. Das ist sowas von nicht wahr. Nicht wahr ist gar kein Ausdruck. Und jetzt fusioniert er nochmal, oder was? Ha! Gedreckt. Haha. Okay. Okay, machen wir... Warte, wie viel Verteidigung hat der? 1400. Das ist genau gar nichts. Okay, dann machen wir so. Greife nochmal mit ihm an. Komm schon. Wieso nur? Ich will doch nur, dass er ein einziges Monster auf dem Verteidigungsfeld hat. Wieso hat er kein einziges... Das ist so ein unfaires Duell bis jetzt, ne? Das ist einfach nicht wahr. Er hat kein Monster in seinem Friedhof. Deswegen kann ich meine Karte nicht ausspielen. Sonst hätte ich vielleicht schon lange gewonnen. Einfach nur, weil er kein hässliches Monster mehr auf seinem Friedhof hat. Alter, ich glaub's nicht. 1200. Nee. Nein. Ja. Offenen Angriffsposition, sagt er, ne? Da kann ich nochmal einen Zug herauszögern. Ja. Jetzt ist das zerstört. Wenn ich jetzt Glück habe und ein schönes Fusionsmaterialmonster bekomme. Ach, Mist. Hätte ich mir eine schöne Fusion zusammenschrauben können. Was ich aber jetzt natürlich nicht kann. Ich muss aber irgendwas beschwören, sonst habe ich verloren.
Ich kann sonst nichts anderes machen, Alter, das ist doch nicht wahr. Ah! Jaden. Mann, Jaden. Jo, was kann der denn für eine Fusion machen? Das ist krass. Das ist krass viel, Alter. Es ist doch so zum Kotzen. Alter, jetzt zieh ich keine vernünftige Karte mehr, ne? Dieses Duell ist, ich zieh nur Müll dieses Duell lang. Das Ganze schon. Ich glaube, ich kann eine Fusion machen. Warte. Oh. Stimmt, ja, ich habe mir gar nicht die Karte rausgesucht. Oh, Mann. So ein Pech, aber auch. Jetzt brauche ich noch eine Fusionskarte oder eine Karte, die mir meine Karten zurückgibt. Davon habe ich so viele, ne? Und ich ziehe keine einzige. Das gibt's ja gar nicht. Alter, im Ernst? Oh, das war cool. Das war cool. Das war wirklich cool. Aber er kann meine Karten bis jetzt gar nicht zerstören. Aber der hat doch genug Karten, die das können. Eigentlich. Oh. Oh Gott. Starkkäfig des Albtraums. Das ist nicht schlecht. Setzen. Ausspielen. Ich weiß, er kann nichts machen, aber wenn er jetzt in diesem oder nächsten Zug Fusion kriegt, bin ich geliefert. Er hat schon 4 Marken drauf, ne? Okay, komm. Bitte. Ich wollte kein Kuribo. Oh Mann. Ich will auch nicht diese hässliche Karte. Hallo. Egal, Hauptsache ich kann ihn nicht mehr angreifen. Eigentlich würde ich schon gerne diese Karte zerstören hier. Auch wenn ihr die einzige ist, die ich als Fusion benutzen kann. Ich wusste es. Aber ich wusste auch nicht, welche Karte ich selbst zerstören soll. Ich hätte wahrscheinlich sogar Sparkman zerstört, deswegen. Bringt es eigentlich nichts. Nee. Und sich nicht. Oh nein! Nein! Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe meine Fallenkarte weggedrückt, die werde ich nie wieder aktivieren können. Alter. Was hab ich gedrückt? Bubbleman, Alter, nein. Bubbleman hat viel zu gute Fusionen. Was ist das?